Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zurück zur wahrscheinlich letzten Folge Red Dead Redemption 2. Ich habe mir jetzt überlegt, wie ihr seht, ich habe viele Marker auf der Karte gesetzt. Ich habe schon mal alles rausgesucht, wo ich mit euch mal hingehen möchte und nochmal nachgucken möchte. Und habe deswegen hier überall schon mal so ein paar Marker platziert auf der Karte. Nicht wundern. Wir machen das jetzt so. Alles, was nah beieinander ist, machen wir am Stück. Und den Rest schneide ich dann hinterher für euch. Damit ihr nicht euch die ganzen Wege, wenn ich von A nach B reite oder keine Ahnung, dass ihr euch das nicht einfach alles komplett geben müsst. Diese ganzen Wege und das alles. Oder Zeiten, die wir überbrücken müssen, weil bestimmte Uhrzeiten da sein müssen und so ein Kram. Also, ich würde sagen, gehen wir rein in die letzte Folge. Also wundert euch nicht, wenn Schnitte und sowas drinne sind. Einfach für euch, dass es nicht jetzt zu lang wird hier dann und zu langweilig. Ja, ich habe nachgeguckt. Also passt auf, ich habe nebenbei meine Karte offen. Wir haben hier in Amarillo das Porträt von Herbert Moon. Ich muss das mal kurz wecken. Im General Store. Ich habe keine Ahnung, wer Herbert Moon ist. Es wird als Easter Egg angegeben. Und ich dachte, wir sind in der Nähe von Amarillo. Also reiten wir nochmal fix hin und gucken uns das Easter Egg. Oh, schon wieder eine Schlange. Und gucken uns einfach dieses Easter Egg mal an. Und gucken einfach mal, was an diesem Portrait jetzt so Besonderes ist. Und ob wir vielleicht zu irgendwas was ziehen können. Vielleicht sagt einem von euch das ja was. So, aber reiten wir erstmal dahin. Ja, ja, ist gut, Rüdiger. Mein Gott. Beruhigen Sie sich. So, das ist hier im Gemischtwarenladen. Das Porträt. Ich fange jetzt hier nicht schon wieder Stress an. Ich will in den Gemischtwarenladen reingehen. Hä, wie komme ich denn da rein? Moment. Hier. Langsam, John. I don't think I've seen you before, Pard. Hi. You might as well grab some crackers and biscuits while you're here. The sick people out there haven't been eating, so I have plenty. Who's that? I don't know. It's just a little portrait somebody gave me once. I always quite liked it. Why? No reason. Just seemed familiar. Anyway. This is a no admittance area. You have to go back. Ich kenne ihn nicht. Also das ist das Porträt. If you wanna shop here, you better act right. Er hat ja das Porträt jetzt auch gerade angesprochen, sorry, gefragt, partner. Wer das ist. Aber der hat was von Trelawney, aber ansonsten wüsste ich jetzt nicht, was das irgendwie ist. Keine Ahnung. Keine Ahnung, was es mit diesem Porträt auf sich hat. Vielleicht weiß es ja einer von euch. So, noch schnell ein paar Sachen eingekauft. Danke. Okay, ich habe jetzt gedacht, das ist irgendwas sehr Kurioses oder sowas. Ach so, er ist Herbert Moon, der Verkäufer ist Herbert Moon. Der Ladenbesitzer. Wie gesagt, und das dahinter sieht ein bisschen aus wie Trelawney. Thanks for your time. Hier war gerade schon wieder irgendeine Schießerei, aber das interessiert uns jetzt ja nicht mehr. So, dann gibt es noch ein Geheimnis. Und zwar hier, wartet mal, den können wir jetzt wegmachen, den Marker. Und zwar hier gibt es noch ein Easter Egg. Deswegen, wir reiten jetzt mal dahin. Ich glaube, da müssen wir hin. Ich glaube, das ist die Stelle. What the fuck?
Sollte das so sein? Ich hab gedacht... Da stand das Alchemiehaus. Okay, also das Alchemiehaus ist offensichtlich in die Luft geflogen. Ja, also hier war auf jeden Fall jemand am werkeln. Ach du Kacke. Das hat ordentlich gerumst. Aber schnell ausgebrannt, du. Ist hier irgendwo eine Leiche? Nee, ich glaube, das war nur für uns zum Spaß für die Explosion, glaube ich. Das Ganze hier. Und es hat Boom gemacht. Ja, gut. Warte, da war gerade was. Da. Kiste. Gewehrmunition. Broschüre für explosive Flintgeschoss. Cool. Nice. Und das andere haben wir noch. Okay. Aha, deswegen sind wir also hier wegen der Broschüre. Interessant. Ich gucke mal, ob hier noch irgendwas steht. Da steht nur... Ja, okay. Hier steht, wenn du das erste Mal zum Alchemiehaus kommst, wirst du das finale Experiment des Alchemisten sehen. Hm, haben wir. Okay, dann ist hier nur noch der Mexiko-Glitch vermerkt. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt eine Schnellreise einmal fix nach Hause. Zu unserer Family. Und gucken mal, wie es denen so geht. Hä? Wieso habe ich Ehre abgezogen gekriegt? Hä? Ich habe Minus-Ehre bekommen. Warum? Ich bin da nur nach Hause gefahren. Soll ich das nicht? Soll ich nicht nach Hause gehen? Wie spät ist denn das? Zeit fürs Abendessen, würde ich sagen, ne? Bin ich doch genau rechtzeitig wiedergekommen. Hello there. Hallo. Wollen wir essen? Dankeschön. John. Danke, Abigail. She can cook. This place is good, ain't it? Hab ich sie jetzt unterbrochen? Entschuldigung, das wusste ich nicht. Ich dachte, ich esse einfach, während du erzählst und so. Mein Teller ist leer. You can't complain about this food. Sir. Hi. How are you, Mrs. Marston? I got a useless husband and an angry son. And I'm the happiest woman that ever was. Be careful, you. Okay, Kind. Willst du noch was von mir, Jake? Nee, kann nur. Warte, da war doch gerade Jake. Moment. Warum hat unser Haus eigentlich so viele Türen? Hey! Ja, cool. Jack, my boy. I'm good, son. Never better. If you don't mind, sir. Mir geht's gut, mir ging's nie besser. Ja, wenn es dir nichts ausmacht. Okay, ich hau mich mal hier hin. Die sollen mal fertig Abendbrot essen. Ich will schlafen. Ich will nicht Schnellreise machen, ich will schlafen. Kann ich hier pennen? Wieso kann ich nicht schlafen? Das finde ich jetzt irgendwie blöd. Hä? Ich kann hier nicht pennen. Kann hier nur Schnellreise machen. Das ist ja voll blöd. Da ist irgendwie auch nichts drin. Hm. Hi, Onkel. Everyone seems to be leaving us. Charles, Sadie. Oh, don't you worry, John. I ain't going anywhere.
You bury me here. Ja, toll. If you got any idea when that'll be, let me know. Please. Guck mal, Abigail spielt Klavier. Darling. Wo ist unser Kind hin? Da raus? Jack! Musik wird immer besser, ne? Jack? Wo ist der hin? Oh, hell. Ach, da. Hi, Rufus. Ich hab dich noch gar nicht untersucht. Rufus, boy. Hi. Hey, son. Okay. Ich kann nicht wirklich irgendwas machen. Cool. Dann würde ich sagen, wir haben noch die Schatzkarte, ne? Verdammt, da bin ich jetzt zu weit wieder nach oben geritten. Dann mache ich Schnellreise jetzt zur McFarlane's Ranch und dann müssen wir nämlich hier runter. Zu dieser einen Hütte, wo wir vorhin schon mal waren. Ich dachte mir schon, dass das die Hütte ist, war mir aber nicht sicher und habe dann gegoogelt und es war tatsächlich die Hütte. Gut, dann machen wir jetzt Schnellreise. Wenn ihr nicht mit mir hier irgendwie... Was ist denn, Onkel? What? Well, this is kind of embarrassing, but I need a few things for a home remedy. A few things like what? Oh, just some whiskey, peppermint, milkweed, some hair grease, and oh, some skunk meat. What? What have you been up to? Oh, it's a long story. My body really hurts. If you're out and about and come across any of these things, well, I'd appreciate it. I'll see what I can do. Thanks, John. Okay, er will Apfelmittel sich machen, glaube ich. Dann trink einfach mal ein bisschen Apfelsaft, Mann. Okay, dann machen wir jetzt Schnellreise. Ja, die ganzen Anfragen habe ich auch alle ignoriert dann irgendwann, ne? So. Dann. Okay, das wissen wir. Wartet, ich marke mir das hier unten schnell an. Wir müssen dann nochmal weiter nach unten, wenn wir hier an der Stelle waren. Ich habe gerade mal geguckt, wo es dann weitergeht mit der Schatzkarte. Dann müssen wir da wieder ein Stückchen weiter nach New Austin rein. Hier waren wir halt schon. Und erinnert ihr euch, das war vor 2 Folgen oder so, da bin ich noch zu diesem Kamin gelaufen und habe gesagt, da ist manchmal was drin. Da hatten wir die Karte noch nicht. Da hat es mir nichts angezeigt. Jetzt haben wir die Karte. Und Pferdenahrung. So, Elementfahrtschatzkarte 2. Das kann ja faktisch überall sein, ne? Also, was zur Hölle? Das ist an der Benedict Station. Und ich glaube... Die Benedict Station ist ganz hier unten. Da waren wir, glaube ich, nicht. An der Bahnstation. Das ist, glaube ich, hier. Das hier ist, glaube ich, die Bahnstation. Oder? Nee, da muss ja der Zug langfahren. Wartet mal. Dann ist die wahrscheinlich hier irgendwo. Ich mache mir mal einen Marker. Und dann gucke ich mal, ob wir das finden. Wo ist mein Pferd? Rüdiger. Rüdiger guckt sich den Sonnenaufgang an. Schaut mal.
Ach, Rüdiger, du bist schon so eine Marke. Okay, wartet. Ich guck mal, ob ich irgendwo die Zugschienen finde. Weil dann würde ich einfach jetzt die Zugschienen langreiten, weil dann müssen wir ja irgendwann an der Bahnstation langkommen. Oh, ein Zugüberfall! Ja, macht mal. Dodge over your goods, your money, to my friend, and we all go home. Oh, thank God for you. Bitte schön. Terrible stories about those bastards. Hab gern geholfen. Viel Spaß. Ah, da ist sie doch. Okay, okay. Hier sind wir. Benedikt Dings. Haben wir Post? Nein, wir gehen gleich mal Post gucken. Wenn wir einmal hier sind. Hallo. Sir? Hallo? Keiner da? Hallo? Gibt hier keine Post. Sind Sie hier der Mitarbeiter? Hallo? All right. Also, komm ich hier so hoch? Ja, komm ich. Hoch mit dir, John. Okay, hier irgendwo muss die Schlosskarte Teil 2 sein. Da war es gerade. Wow. Aber. Aha. Okay. 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 Eine Kirche. Ich weiß auch welche, nicht die in Dings. Sondern es gibt hier noch irgendwo eine. Okay, also es ist nicht so richtig zu erkennen, wo das jetzt genau sein soll. Immer noch keiner da. Okay. Man kann ja wieder kein Lager aufschlagen. Na, jetzt mal Schnellreise nach Armadillo. Kirche gefunden. Da, wo ich dachte, aber... Boah, sehr fies hier, genau beim Tee. Habe ich sie nicht gesehen. Was macht denn er? Oh, Lord, you're heavy. Hey, what are you getting up to there? Hey, whoa. Keep your distance, friend. These bodies ain't safe to be around. Oh.
What the fuck? Ew. Ah, das sind die Cholera-Kranken wahrscheinlich. Uah. Kirche und dann suchen wir ein Kreuz. Hier. Suchen wir dich? Ja, hier kann er nichts machen. Hier auch nicht. Hä? Wartet mal. Mal ganz kurz zurück. Okay. Wir brauchen ein Grab, wo ein Stein drauf liegt. Hier? Nee. Ich wollte doch nur mal die Oma besuchen, ne? Da hast du sowas hier. Hier. Gleich hier vorne am Eingang. Ja, hier. Untersuchen. Schnabel-Amulett, Goldbahn. Was ist denn ein Krähenschnabel-Amulett? Ach, guck mal. Das können wir ja auch noch finden, Amulette. Du erbeutest dauerhaft 10% mehr Munition. Nice. Goldbahn gab es auch noch. Okay. Dann haben wir alles. Cool, dann haben wir die Schatzkarte erledigt. Nice. Dann sind wir hier unten jetzt erstmal so weit durch. Dann machen wir jetzt Schnellreise zum Manzanita Post. So. Da sind wir. Okay. Oh. Gucken wir mal. Ich befürchte, wir werden jetzt hier Stress machen müssen. Bist du der Ehemann hier? Hey, Mister. Good day to you. Ich weiß halt nicht, in welchem Haus wir das finden. Ich denke mal in dem hier. Ich mache jetzt hier Stress wahrscheinlich. Das wird jetzt übel. Gute Frau. Ich schaue mir nur mal ganz kurz ihren Fußboden an. Ihr Mann hat da gesagt, dass da was locker ist. Ein Foto. Okay.
Uhren? Okay, das war das lose Dielenbrett. Hi. Muss mal ganz kurz in ihren Kamin gucken. Das interessiert die auch gar nicht, ne? Oh nein. Vater advarte uns mit so etwas. So sorry. Stop, there are law please. For this. Oh, dumme Mai. It'd be real foolish to say something, ma'am. Ah, what do you want from me? Ja. I've had enough. Go away. Ich will nur deinen Get Mann. The law. Alter, halt die. Ich brauch deinen Ehemann. Wo ist denn der? Father, tschüss. Ich kann das nicht lesen. Warum? Polizei. Oh Gott. Jetzt muss ich die doch töten. Ich wollte es eigentlich nicht, ne? Aber... Gute Frau. Entschuldigung. Ah, Zeuge, wo? Jetzt habe ich wieder diesen Loop, ne? Noch irgendwelche Zeugen? Ich war's nicht. Es kommen wieder irgendwelche Zeugen, wenn ich die Leiche loote. Ich kenne das so alles schon. Hm. Da! Ha! Hier steht, dass ich das Newspaper Scrap from the husband kriege, aber... Okay. Kann ich das jetzt lesen? Okay, zeig mal her. Ich kann das nicht lesen, ne? Toll. Da steht jetzt hier unten drunter, by translating these items, you can uncover a dark secret about the people here. Toll. Ja, danke für nix. Ich bin hier ziemlich weit unten. Der weiß doch nicht, dass ich das war, oder? Ich war's nicht. Rachel? Hilfe, Hilfe! Da vorne ist ein Mord passiert. Ich gehe schnell die Polizei holen. Ich jetzt... Oh, warum? Ich hätte lange kein Kopfgeld. Hallo. Wo bin ich jetzt immer noch gesucht? Ich bin doch schon aus dem Gebiet raus. Okay, Rüdiger, wir haben es geschafft. Polente ist an uns vorbei. Hui, das war knapp. Ich war's nicht. Okay, ich war's halt einfach nicht. Junge. Ich war's nicht. Ich habe gar keine Beweise, dass ich das war. Okay, aber das heißt... Ich müsste mir das jetzt vom Norwegischen her übersetzen. Das ist doch scheiße. Warum machen die denn sowas? Deswegen kann ich den Brief auch nicht lesen, ne? Aber das ist doch Englisch in dem Brief. Toll. Nee, ist es nicht. Jetzt haben wir den Scheiß umsonst gemacht. Weil wir kein Norwegisch können. Ja, super. So, Annisburg. Okay, wo müssen wir hin? Ich weiß nicht, ob wir das jetzt noch machen können. Ich sag euch, wie es ist. Ich weiß nicht, wo das war. Oh, wo war der denn? Das hier ist es nicht. War das das hier? Ich
Ich weiß nicht, ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich da... Aber ich glaube, da musste ich hin. Okay, gehen wir mal. Gucken wir mal, ob wir das noch irgendwie fertig kriegen. Und zwar, ich sage euch jetzt, was ich machen möchte. Ich möchte nach der Marco Drasic-Quest gucken. Erinnert ihr euch an den Roboter und Frankenstein und so, wo wir in dem Gewitter da Blitze gefangen haben, weil der den Roboter zum Leben erwecken wollte? Wir hätten am nächsten Morgen dahin gehen müssen, um herauszufinden, dass der Typi tot ist. Ich weiß nicht. Ich glaube nicht, dass wir das jetzt noch machen können. Das ist auch... Was zur Hölle? Wow. Einfach nur wow. Bin über einen Stumpf gestolpert. Ja, auf jeden Fall. Ach, der schon wieder. Der hat vor 8 Jahren schon da vor den Wölfen an der Stelle versucht abzuhauen. Der scheint da öfters Probleme zu haben. So, auf jeden Fall Marco Drasic. Wir hätten dann den Tag, nachdem wir das gemacht haben, dorthin gehen müssen, um festzustellen, dass der tot ist. Und dann hätten wir jetzt, also hätte ich dann damals schon noch was machen können. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt noch machen können. Keine Ahnung. Deswegen, ich reite jetzt einfach nochmal zu Marco Drasic. In der Hoffnung, dass ich den dort jetzt tot finde und dass ich dann die Quest weiter verfolgen kann. Es ist natürlich jetzt hier 8 Jahre vergangen. Deswegen, ich keine Ahnung habe, ob das noch irgendwie funktioniert. Auf jeden Fall eine Waffe drin. Was zu? Wahrscheinlich aber nicht mehr, ne? Doch. Professor. Oh, es geht doch. Where's your creation now? Der ist einfach in 8 Jahren gar nicht vergammelt. Wahrscheinlich ist das dann jetzt erst vor kurzem passiert. Wisst ihr? Okay. Wir haben jetzt eine elektrische Laterne. Okay, wartet mal. Da liegt, glaube ich, was. Warte mal. Notiz. Notiz des Erfinders. 5 Jahre. Ein Automat, Fördermittel erhalten, Wissenschaftspreis gewinnen. 6 Jahre, 2 Automaten, Automatenfabrik eröffnen. 10 Jahre, 100 Automaten sehr reich werden. 15 Jahre, Automatenarmee-Weltherrschaft übernehmen. Der hatte hohe Ziele, der Gute. Was ist das hier? Das können wir nicht lesen. Okay. Okay, hier war sein Schlafplatz. Aber er ist tot. Warum ist er tot? Oh, Taschenuhr. Und wo ist seine Erfindung hin? Was ist hier passiert? Das finden wir jetzt raus. Ich weiß nämlich, wo wir hin müssen. Wer hat dich getötet? Und warum? Okay. Wir haben... das jetzt gemacht. Wir haben ihn jetzt hier tot gefunden. So, jetzt machen wir ein Wildnislager und machen eine Schnellreise. Oh, no. Was macht ihr denn? Sie sind jetzt die Murphys hier. 8 Jahre später und ihr seid immer noch hier? Was ist mit euch? Ihr seid ausgestorben, ey. Was ist denn mit denen? So. Schnellreise.
Wie ihr seht, ich habe schon Wintersachen an. Weil ich nämlich gedacht habe, ich hätte das schon alles gemacht, was ich vorher machen muss, und war nämlich schon mal da, wo ich jetzt wieder hingehe mit euch. Und habe dann festgestellt, ja nee, verdammt, ich muss vorher noch was anderes machen. Deswegen haben wir in Ennisburg angefangen. So, da sind wir und wir müssen den Berg dann auf, ne? Genau. Wir müssen jetzt rein theoretisch hier hoch. Und da müsste der Mörder von Professor Drasic zu finden sein. Diese Lampe, die wir gekriegt haben, benutzen. Nee. Komisch, ich dachte, ich könnte die Lampe irgendwie benutzen. Da oben. Hi. Hallo? Papa? Wie bist du hier hochgekommen, Alter? Papa? Ja, dein Papa ist tot. Hast du den umgebracht? Es sieht ein bisschen so aus, ne? Wie findet man sowas, ne? Ganz ehrlich. Wie? Es ist fucking gruselig. Okay. Ich guck gerade mal, ob wir irgendwas mit dem machen könnten. Nee, können wir nicht. Hey. Wie geht's dir? Du hast deinen Papa umgebracht, ne? Das tut mir voll leid. Wie bist du so weit hierher gelaufen? Na gut, du hattest 8 Jahre Zeit, aber das ist schon crazy. Naja. Ich erlöse dich von deinem Leid, okay? Leb wohl! Die Lampe geht nicht kaputt. Ich habe ihn von seinem Dasein erlöst. Von seiner Verzweiflung. Seinen eigenen Vater umgebracht zu haben. Also kann ich nichts mit dem machen, ne? Nee. Gut. Dann haben wir jetzt hier das Ende der Marco Drasic-Quest gesehen. Dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich beim nächsten Easter Egg. Ich habe mir gerade gedacht, wenn wir jetzt einmal hier oben in Coulter sind, in der Ecke, machen wir gleich noch das eine mit, was ich auch mit euch machen wollte. Nämlich, dass wir die Gräber unserer ehemaligen Bandenmitglieder besuchen und den Respekt zollen. So, und hier irgendwo, da, ist das Grab von Jenny. Und wenn ihr euch erinnert, Jenny war die erste, die gleich ganz am Anfang der Story gestorben ist.
So, Amen. Also wir haben Jenny in der Geschichte nicht mehr kennengelernt. Da war sie schon tot, weil sie halt ganz, ganz am Anfang jetzt gleich gestorben ist. So. Und das Gleiche haben wir auch mit der nächsten Person. Warum sie die nicht zusammen bestattet haben, weiß ich nicht. Weil die nächste Person liegt direkt hier unten an Coulter. Ich weiß nicht, wo sein Grab genau ist, aber das muss da irgendwo hier sein. Wahrscheinlich. Hier. Da ist er. Davy Callender? Den haben wir auch nicht kennengelernt. Der ist auch gleich ganz am Anfang gestorben, der Davy. Sag, ich weiß halt nicht, warum sie Jenny nicht mit hier unten beerdigt haben. Keine Ahnung. Aber ja, ich dachte, wir machen das gleich noch mit und gucken uns die Gräber unserer Bandenmitglieder an, wenn wir einmal hier sind. Und das waren jetzt die ersten beiden. Ich mache die immer so zwischendurch mit, wenn wir an dem Punkt sind, irgendwo in der Nähe, wo die Gräber sind. Und ja, würde sagen, gehen wir weiter zum nächsten Easter Egg. Da sind wir am nächsten Ort auf unserer Reise und zwar beim alten Indianerreservat, wie ihr seht. Und dann gehen wir jetzt aber erstmal in die andere Richtung. Ich muss gleich nochmal da durchreiten. Und wir gehen jetzt erstmal in diese Richtung hier. Und zollen dem nächsten Respekt. So, hier irgendwo muss das Grab sein. Es vibriert auf jeden Fall. Das ist ein schöner Ort, oder? Für die letzte Ruhestätte. Ich weiß halt nicht, wo. Ach, hier. Da. Das ist das Grab von Fliegender Adler. Der hat Arthur ja gerettet, als Duchess nicht tat. Hallo, Fliegender Adler. Ruhe in Frieden. Der Kräutermann! Ja klar, für dich immer. Hi. I could use some assistance gathering herbs for my studies. What are you looking for this time? Oh, good, good. The name's William, by the way. You see this purple flower here? This is sage. But I'll need to experiment with more of it before I can be sure of its effects. Okay. I found this one with his friends in the woods. I'd check wooded areas for more. Okay. Ich soll jetzt zwei Kolibri-Salbei finden. Mann, ich will den jetzt aber auch nicht verprellen. Aber ich habe jetzt eigentlich keine Lust, hier Blümchen zu suchen. Komm. Rüdiger. Wir lassen das mit dem Kolibri-Salbei. Aber lustig, dass er jetzt auch wieder hier ist. Also, dass wir ihn hier auch nochmal finden können. Rüdiger, das ist ein kleiner Stein. Da kannst du drüber laufen. Junge. Okay, wartet. Wo ist mein Easter Egg, wo ich hin will? Hier. Hier irgendwo. Da, da ist es. Na, wer kennt's? Oh nein, sie mussten die Tür ändern. Ich glaube, das gab Stress mit wie heißt er? Mr. Tolkien? Ich weiß es gerade nicht. Das ist ein Hobbithaus. Da war früher eine runde Tür drinne. Aber das gab bestimmt Stress mit den Herr der Ringe-Machern, ne? Wer in diesem seltsamen Haus wohl gelebt hat? Ja. Jemand mit behaarten Füßen. Okay,
können wir nicht rein. Aber das ist schade, dass sie das ändern mussten. Da war vorher eine runde Tür drin. Wie bei einem richtigen Hobbit-Haus. Ich meine, man erkennt es auch so noch irgendwie, aber so diese typische Tür fehlt halt jetzt leider. Schade. Aber das war das nächste Easter Egg, das Hobbit-Haus. Ich wollte gerade weiter reiten, habe ich Kolibri-Salbei gefunden. Das bringen wir jetzt natürlich noch kurz zu Bilgim, okay? Okay, boy. Ich wollte gerade hier weg, damit ich Schnellreise machen kann und ein Lager aufschlagen kann und habe das dann gefunden und dachte so, okay, jetzt lasse ich die Aufnahme weiterlaufen und wir bringen das noch fix zurück und gucken, was passiert und ob was passiert oder auch nicht. Hey, you're back. All right then. Okay. Let's see what you got. Got it right here. Place it on the table here. Let's try this. Oh yes. I feel ready to take on the world. I'll have trouble sleeping tonight. A man could go for days on this. You've had some long ones, I'm sure. Some sage may just be what you need. You have earned something for all your help. This tonic. Oh. It's taken me years to develop, with innumerable benefits to your senses and spirit. Save it for a special occasion. Now, if you don't mind, I'll be getting back to my studies. I look forward to our next meeting, traveler. Hau rein, William. Thanks for everything. Good luck to you. You too, my friend. You too. Okay. So. Da sind wir wieder. Wir sind wieder hier oben. Habt ihr das gesehen? Piss dich! Oh Gott, da war ein Wolfsmensch! Da war ein Wolf! Oh Gott. Ah! Aua, aua, aua! Ich bin gleich tot! Wo ist der Dude? Wo ist der Dude hin? Da war Mowgli. Hier ist einer nackt heulend durch die Gegend gerannt. Und ich habe seinen Freund, glaube ich, gerade erschossen. Aber ich kann nichts dafür, der hat mich angegriffen. Ich wollte ihn nicht erschießen. Hey, Boy. Wo ist der Wolfsmensch hin? Ich wollte gerade noch meine Waffe nehmen, um den hinterher zu jagen. Das war definitiv nicht das, wo ich jetzt hin wollte. Easy now. Unten ist eine Höhle. Wölfe. Da drüben. Da drüben sind Wölfe, die spielen. Ihr habt den doch auch gerade wegrennen sehen, den Typen. Aber hier ist halt nichts. Ich will jetzt nicht sinnlos Wölfe erschießen. Wow. Das. Ja, mal da mal Ort und besuchen. Alte Grabstätte. Ich glaube, hier kann man einen Helm finden. Einen alten. Oder so. Aber das ist jetzt für mich nicht... Das für mich ist nicht irgendwie relevant. Ich glaube, man kann da durch die Grabstätte latschen und wie gesagt so eine alte Reliquie finden. Aber das ist nicht das, was ich machen wollte.
bin nur noch gerade so komplett irritiert von dem Mowgli. Aber ich befürchte, wenn wir dem jetzt nachgehen, dann greift er uns an und dann müssen wir den erschießen. Und das will ich eigentlich auch nicht. Aber guck mal, es gibt hier einen Mowgli, der bei den Wölfen lebt. Anscheinend. Hallo? Jemand zu Hause? What the hell? Ach du Scha... waren das mal zwei oder drei Menschen? Das ist ein Meteorit. Das waren mal drei, ne? Ach, oh Gott, die saßen hier ganz entspannt beim Essen. Und dann kam der Meteorit von oben und hat gemacht. Du Scheiße. This is crazy. Hm, Pomade haben wir. Wieso gibt's überall Pomade? Verrückt. Da drin sind einfach Leute von einem Meteoriten erschlagen worden. Das Meteorhaus. Okay. Der Name macht Sinn. So, und ich glaube... Bin nicht sicher, was hier passiert ist. Ich glaube, wir müssen jetzt ein Lager aufschlagen. Das war noch nicht alles, was es hier gibt. Aber jetzt sind wir halt super weit weg, ne? Wo sind wir denn jetzt? In unserem Lager. Ah, doch hier. Okay, wir sind nicht sehr weit weg. Das Haus ist hinter uns. Okay. Wir sollen jetzt... schlafen. Bis zur Nacht. Und dann gucken wir mal, ob wir das Ereignis sehen, was kommt oder nicht. Toll, es ist bewölkt. Ja, kacke. Rein theoretisch soll es einen Meteorschauer geben. Aber es ist Regen. Und Wolken. Toll. Danke, Spiel. Ich bleibe jetzt einfach mal hier stehen, bis es 2 Uhr ist. Es ist 2 Uhr. Dieses Spiel hasst mich. Offiziell. Wir sehen nichts außer Wolken. Das frustriert mich gerade. Weil... ich glaube, wenn ich jetzt einfach bis morgen durchschlafe... wird halt auch nichts mehr passieren, wisst ihr? Ich meine, ich sehe hier nicht, dass irgendwas passiert. Ich weiß nicht, können wir bis morgen Nacht schlafen? Wir können es ja einfach nochmal versuchen. Ich fühle mich offiziell von diesem Spiel gemobbt. Offiziell. Es ist offiziell. Ich fühle mich gemobbt. Tagsüber schöner Sonnenschein. Wölkchen so ein paar am Himmel. Nachts einfach Regen.
und Wolken. So, dass hier nichts ist mit Meteoritenschauer. Schön. Cool. Nice, danke, Spiel. Für nichts. Cool, dann würde ich sagen, das war ein Fail. Ein ganz großer. Und ich mache mich mal auf zum nächsten Easter Egg. Also das Easter Egg war zum einen natürlich das Haus mit den gesprengten Leichen drin, aber auch eigentlich der Meteoritenschauer, der jetzt hier kommen soll. Den wir halt jetzt wieder nicht sehen können, die zweite Nacht. Weil halt Wolken und Regen. Fuck you, Spiel. Ich hasse dich. Gut, wir würden sagen, wir sehen uns gleich beim nächsten Easter Egg. So. Ich stehe jetzt hier schon, weiß ich nicht wie lange, und habe gehofft, dass der Nebel sich lichtet, damit wir mal die Aussicht hier genießen können. Aber Nebel will sich nicht lichten. Nebel ist halt jetzt einfach da. Deswegen genießen wir jetzt nicht die Aussicht. Sondern gehen gleich zum Grab. Ich habe gerade kurz gedacht, da drüben sitzt ein Bär oder sowas, aber das ist ein Stein. Da steht's schon. Susan Grimshaw. Meine Namensverwandte. Ich mochte Miss Grimshaw. Die war mal ein bisschen streng und ein bisschen rough, wie man so schön sagt, aber ich mochte es eh. Ich finde es so schade, dass sie am Ende sterben musste. Und wie gesagt, eigentlich hat sie voll den schönen View hier oben. Aber da das Spiel mich ja offiziell jetzt heute mobbt, wie auch eben schon beim Meteoritenhaus, sehen wir halt nichts von der schönen Aussicht. Naja, wir sehen uns gleich. Beim nächsten Grab oder beim nächsten Easter Egg. Ich weiß es gerade noch nicht. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Ich habe mir jetzt einen Plan überlegt, wie wir das jetzt hier machen, weil dieses Video wird wahrscheinlich ewig lang. Wir machen jetzt Folgendes. Ich habe ja hier noch die Marker. Ihr seht sie. Die wir jetzt noch haben. Wir gehen jetzt hier runter, hier rüber, hier hoch, dorthin. Und so gehen wir jetzt einfach quasi nochmal so im Kreis. Und dann sind wir fertig. Und ich bin noch nicht ganz am Ziel, aber ich wollte euch wieder dieses wunderschöne Wetter hier präsentieren. Wirklich, dieses Spiel, ey. Das Wetter macht mich fertig in diesem Spiel heute. Wir reiten jetzt zu den nächsten Gräbern übrigens. Wartet, wir müssen hier rüber. Ich glaube, an den Baum müssen wir hin. Irgendwo da. Ja, da sind sie neben dem Baum. Hier sind die nächsten Gräber von zwei Leuten unserer Bande. Und das sind zwei sehr, sehr, sehr traurige Tode gewesen. Lenny. Ruhe in Frieden. Dein Tod war so sinnlos. Du wurdest einfach bei der Flucht erschossen. Das macht mich immer noch sehr traurig. Lenny war toll. Und Hosea. Ich kann hier ein Lager aufschlagen. Das macht irgendwie den Moment kaputt, aber... Ja, Hosea hat von Anfang an gesagt, lasst es bleiben, wir machen das nicht mehr, wir sollten das nicht mehr machen. Und er hat am Ende dafür mit dem Leben bezahlt. Weil Dutch einfach ein Arschloch ist. Ruhe in Frieden. Dann gehen wir mal gucken nach dem nächsten Easter Egg. Schauen wir mal, ob wir das hier finden. Und wenn ja, wo? Da. Ich sehe es schon. Seht ihr es auch? Da ist, was Großes. Ich weiß gerade gar nicht, ob die lebt oder tot ist. Aber es ist eine riesengroße Schlange. Die tot? Ich traue mich da auch nicht näher ran, ne? Ich sage euch, wie es ist.
könnte tot sein. Sie könnte aber auch noch leben. Die Zunge hängt raus. Ich glaube, die ist tot. Ja, die ist tot. Eine riesige, fette Anaconda? Also, man könnte jetzt auch sagen, wir haben hier einen Mowgli eben gehabt, ne? Wir haben ja den Wolfsjungen gesehen mit seinen Wölfen da oben. Es könnte natürlich jetzt auch sein, dass das ein Verweis auf die Schlange vom Dschungelbuch ist. Möglich ist alles. Könnte aber auch ein Verweis auf eine Anaconda einfach sein, auf so eine riesengroße, fette Riesenschlange. Crazy, ey. Boah, gruselige Vorstellung. Stellt euch mal vor, boah, ich meine, solche großen Schlangen gibt es ja tatsächlich, ne? Diese Anacondas. Das ist so übel einfach. So richtig, richtig übel. Aber ja, das ist das nächste Easter Egg. Oh, ich hab's gefunden. Oh mein Gott. Kieran, du warst echt schwer zu finden, Junge. Es tut mir sehr leid, dass du so einen grausamen Tod hattest, Kieran. Das ist wirklich der grausamste Tod von allen, glaube ich. Weil die Augen waren ja auch rausgebrannt und so. Also... Ja, hohen Frieden, Kieran. Oh Mann, ey. Okay, also hier ist das Grab und der Marker war hier oben. Oh mein Gott. Das ist ja komplett falsch. Okay. Dann als nächstes dahin. Die sind halt alle ganz schön verstreut begraben worden, du. Ist irgendwie auch traurig, weil wir waren ja eine Bande, so, wisst ihr? Und die haben ja eigentlich auch alle immer so zusammengehalten und so. Da oben ist es. Hi, Sean. Sean Maguire. Schon mal einfach noch viel zu jung. Es ist immer noch Nebel, ne? Auch Sean, sein Tod war irgendwie so absolut sinnlos, oder? Der ist ja mitten in Rhodes erschossen worden. Das tut einem irgendwie leid. Das nächste und vorletzte Easter Egg, was wir jetzt hier haben, ist der Geisterzug. Wo ich immer dachte, dass der an einer anderen Stelle kommt. Aber laut der Karte, die ich jetzt hier gefunden habe, kommt der an der Stelle hier. Auch wenn es laut den Beschreibungen immer eine andere war. Aber bei der anderen Stelle ist der bei mir nie aufgetaucht. Deswegen versuchen wir jetzt unser Glück einfach mal hier. Nein. Einfach nur nein. Nichts passiert. Wir haben einfach Pech. Ich bleibe jetzt nur kurz hier stehen. Aber... Kein Zug. Schade. Doch! Oh mein Gott! Hinterher! Pferd will nicht. Hinterher! Man sieht ihn kacke durch den Dings, aber er war da! Er war da! Ja! Und er ist hier einfach despawned. Oh mein Gott. Also er kam jetzt bei mir um 3. Das müsste man... Oh Gott, diese Motorradfahrer. Das müsste man jetzt nochmal machen, wenn es halt nicht so extrem neblig ist, weil man den dann wahrscheinlich viel, viel besser sieht. Aber er kam. Er kam. Ich bin happy. Er kam. Es hat mal was funktioniert. Oh mein Gott. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich beim nächsten Easter Egg. Bis gleich. So, und da sind wir beim für mich letzten Easter Egg. Also es gibt natürlich noch viel mehr Easter Eggs, die man finden kann und machen kann. Aber
Ich habe mir jetzt nur so ein paar rausgepickt, wo ich sage, dass das für mich möglich ist. Was zur Hölle ist hier passiert? Who the hell? Okay. Was ist... Wieso sitzt sie hier so tot? Okay. Die sind alle hier tot? Warum? Haben die alle Gift genommen oder was? Dass die in ihren Betten da gestorben sind? Starkes Wundertonikum, okay. Irgendwas ist hier passiert. Aber was? War das ein Kult? War das... Was ist da los? Schon wieder Pomade. Hier liegen halt auch überall Bücher rum. Die kann ich mir aber nicht angucken. Wegen so viele Menschen. Ich weiß nicht, ob ich hier schon mal war. Keine Ahnung. Ich glaube, waren wir hier schon mal in dem Storyrun jetzt? Bin mir unsicher. Eigentlich müssten wir doch eine Notiz finden. Haben wir die Notiz schon? Oder liegt die... Nee. Da waren wir. Da waren wir überall dran. Okay, dann waren wir wahrscheinlich schon mal hier in diesem Durchlauf. Bei dem, was wir alles gemacht haben, ich sag euch, wie es ist, ich kann mir das nicht merken. Keine Ahnung, ob wir hier waren oder nicht. Aber es ist über Kerzen. Okay, dann warten wir. Dann warten wir, ob was passiert. Ich meine, ich kann mal fix in meine Tasche gucken, ob ich das habe... Genau, aber eigentlich müsste hier eine Notiz sein. Nee. Aber gut. Wir warten einfach mal. Oh mein Gott. Da ist es. Ein UFO! Man sieht nichts. Man sieht nur das Licht und das Leuchten. Aber es ist da. Da! Da ist es! Oh mein Gott. Ein UFO, es gibt sie wirklich. Ich glaube, wenn ich aus der Hütte rausgehe, ist es weg. Ja. Wenn ich aus der Hütte rausgehe, haut's ab. Da war es gerade. Da! Oh mein Gott. Es ist wieder hochgestiegen in den Himmel. Aber es war da. Wir haben es gesehen. Und es war sogar früher als angegeben. Eigentlich sollte das aus 2 Uhr nachts kommen. Holy shit. Let's go, boy. Aber wir haben es gesehen. Wir haben das UFO gesehen. Oh mein Gott. Ich bin so happy. Und es gibt noch ein zweites UFO. Ich überlege, ob wir uns das jetzt noch antun und uns das auch angucken wollen. Aber vielleicht sollten wir das machen. Aber vorher mache ich Mittagspause, weil das dauert hier alles viel, viel länger, als ich dachte, mit dem Aufnehmen und dem durch diese Welt reiten. Und ja. Ich würde sagen, wir sehen uns dann bei UFO Nummer 2. Hallo, da bin ich wieder. Ich wollte euch einfach diesen Blick hier gerade nicht vorenthalten. Guckt euch das an. Es ist so wunderschön.
Ich versuche gerade immer noch auf den Berg zu kraxeln, wo wir hin müssen für das zweite UFO. Da drüben ist der Canyon, wo es Richtung New Austin geht. Man sieht jetzt hier natürlich nicht die komplette Map, weil wir in einer Map-Ecke sind. Aber es ist so crazy, wie viel man hier einfach sehen kann. Und wenn man sich vorstellt, dass man da überall hin kann, das ist so Wahnsinn. So, man kann da hinten hin, in diesen Canyon. Da kann man hin. Auf diese Berge da hinten. Da kann man hin. Das ist irre. Auf diesen See runter kann man hin. Da in die Kirche kannst du reingehen. Ist kein Problem. Das ist, hier ist die Brücke. Ey, crazy. Da hinten ist Saint-Denis. Kannst du hin? Guck mal, wir können hier bis nach Saint-Denis gucken. Heavy. Ja, das wollte ich euch nicht vorenthalten, diesen Blick. Ich wollte euch das einfach mal zeigen. Wir waren auch noch gar nicht beim Mount Rushmore, ne? Ups, wieso? Nein, du sollst nicht in Deckung gehen. Aber Mount Rushmore kriegen wir von hier nicht zu sehen, ne? Das ist irgendwo ganz weit hinten. Und das ist ja auch nicht so riesengroß. Doch, da. Nee. Okay, Mount Rushmore kriegen wir hier nicht hin. Das ist auch kein verstecktes Easter Egg. Da kannst du direkt einfach dran vorbeireiten. Okay, wartet. Ich wollte hier irgendwo jetzt lang. Ich will darüber. Oh Gott. Also der Weg sagt mir, ich soll lieber hier runter und dann da drüben hoch. Das versuche ich jetzt auch mal. Ich hab noch den ganzen Tag Zeit, um auf den Berg zu kommen. Oh, oh. Knochen. Dinosaurierknochen. Oder, nee, Bigfoot-Knochen. Ich habe ein Skelett gefunden, das einen Riesen gehört haben muss. Guck dich das mal an. Das ist ein menschlicher Schädel. Okay. Das muss wirklich ein Riese gewesen sein. Holy moly, okay. Die Frage ist, egal wie ich jetzt versuche, darüber zu kommen, ich stürze mich in den Tod. No. Tschüss. Hadi, tschüss. Wir sehen uns im nächsten Leben. Warum steht mein Pferd hier oben? Ich gucke mich hier so um und da steht der Rüdiger einfach da drüben. Was ist mit dir, Rüdiger? Guter Herr, warum bist du hier? Der hat sich wahrscheinlich gedacht, na, wenn die da oben steht, stelle ich mich daneben. Oh, holy moly. Der Rüdiger, mit dem haben wir Spaß, ich sag's euch. Noch irgendwas Kleines zu essen? Super. Pfirsiche oder so. Umweltverschmutzung. Und sie rollt. Und rollt. Und rollt. Und rollt. Ach, die Zeit geht gerade nicht rum, ne? Es sind immer noch 8 Stunden bis Mitternacht. 7. Ich kann heute nicht mehr rechnen. 7 Stunden. Naja gut, ich bleibe noch ein bisschen hier stehen. Oh nein. Da kommen Wolken. Ach, dieses Spiel hasst mich doch wirklich. Ist das beim Geisterzug dieser ganze Nebel? Und jetzt das. Ihr wollt mich doch wirklich trollen. Guckt mal, wie schnell. Ja, das sieht auch schön aus, aber what the... Das Spiel hasst mich einfach. Den ganzen Tag steht man hier und es ist super Wetter. Und dann wartet man, dass was passiert und dann... Um die Zeit, wo es passieren soll. Wow. Da ist es. Da. Da ist das UFO. Hi. Das ist voll klein. Das sieht eher aus wie eine Drohne. Nein, jetzt ist... Weg. Das sah eher aus wie eine Drohne, oder? Das sah... Also entweder war das jetzt sehr weit weg
Okay, es war halt doch da drüben. Boah, jetzt hätte ich es fast verpasst, weil ich nicht nach da drüben geguckt habe. Crazy. Also entweder war es sehr, sehr klein oder es war eine Drohne, oder? Also ich weiß, dass es ein UFO ist. Also laut Wiki und so ist es ein UFO. Ich habe mir auch die Story dahinter mal angeguckt. Es gab wohl damals zu der Zeit tatsächlich so einen UFO-Kult, so eine Sekte, die irgendeinen Alien-Gott angebetet haben und die gebetet haben, dass die Aliens sie doch zu sich holen mögen. Und die haben dann Massensuizid begangen. Und dieser Massensuizid war das, was wir unten in der Hütte gesehen haben, von diesem Kult. Und die haben halt geglaubt, dass wenn sie sich umbringen, das UFO kommt und deren Seelen zu sich nimmt. Also einfach nur die Seelen mitnimmt und die Körper halt dort zurücklässt. Und ich meine, das UFO war da, ne? Crazy, wie das da hinten so regnet und alles. Und jetzt war es halt nochmal hier und hat wahrscheinlich Leute wieder zurückgebracht. Und die haben halt gesagt, dass sie im Jahre 2000 zurückkehren werden. Und es gab wo 1997, gab es wo irgendwie von dieser Sekte, die gab es wo damals immer noch, auch irgend so ein Vorfall. Also da stand nichts Genaueres dazu, was da passiert ist 1997, aber da gab es wo auch irgendeinen Vorfall. Ist auf jeden Fall super crazy. Aber ja, wir haben das UFO gesehen. Es war da. Verrückt. Und jetzt gibt es nur noch eine Sache zu tun. A blind man. Er lebt noch. Here. Two strangers seek thee. One from this world. Perhaps one from another. One brings hatred. I'm not so sure what the other brings. All right, mister. Okay. Zwei Fremde suchen uns. Einer aus dieser Welt und einer vielleicht aus einer anderen. Go use what you know. Don't end up like me. Stand unshaken. Amidst the crash of the world. The pines, they often whisper. They whisper what no tongue can tell. He who drinks from the deep water, may he know the depths of the well. Amidst the crash of the world.
Arthur. Du hast hier einen wunderschönen Ort. Mit einer wunderschönen Aussicht. Ich glaube, ihm hätte es hier gefallen. Ich kann einmal gucken, wie der Zug vorbeifährt. Das war das Letzte, was ich machen wollte. Zu Arthurs Grab gehen. Ihm Ehre erweisen. Ich habe die Trophäe schon, sonst wäre die jetzt aufgepoppt mit dem Tributzollen. Aber die Reise ist jetzt hiermit auch zu Ende. Ich hoffe, diese kleinen Easter Eggs suchen und so haben euch zum Ende hin, naja, irgendwie Spaß gemacht. Ich fand es ganz schön anstrengend, weil ich schneide das ja, aber ich habe sehr lange jetzt dafür gebraucht. Viel, viel länger, als ich dachte. Und ja, ich hoffe, ihr hattet Freude mit diesem Let's Play. Für alle, die bis hierhin durchgehalten haben, vielen, vielen Dank für euer Durchhaltevermögen. Respekt. Und ja, vielleicht sehen wir uns bei einem anderen Let's Play wieder. Und spielt dieses Spiel. Es ist so wunderschön. Ich habe sehr viel verpasst. Ich habe sehr viel nicht gemacht. Also es gibt noch so viel mehr zu entdecken. Wenn ihr irgendwie Bock auf das Spiel bekommen habt, holt es euch und spielt es. Es ist so unglaublich toll. Und damit verabschiede ich mich jetzt. Habt einen wundervollen Tag. Bis zum nächsten Let's Play. Macht's gut. Tschüss. Well, have you seen where the crossroads, where you been, I once was standing tall, now I feel my back's against the wall, stand unshaken amidst the crash of the world. Stand unshaken amidst the crash of the world. But I could not see, and I don't wonder, as a wayward son, will the hunter be haunted by the smoke and gun? Oh, stand unshaken amidst the crash of the world. Crash of a world.